Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Vertrau dich mit Face Reading. Mein Name ist Anita Hornling, ich bin Expertin für Psychophysiognomik für Face Reading und heute möchte ich das Thema Selbstliebe etwas beleuchten. Sprich, kann Face Reading ein Tor zur Selbstliebe sein? Wie hilft uns Face Reading, uns selber mehr zu lieben und anzunehmen? Ja, für alle, die noch neu sind in dem Thema, die Psychophysiognomik, das Face Reading, schenkt uns die Möglichkeit, aufgrund von Körper- und Gesichtsmerkmalen Rückschlüsse auf unsere Talente, Begabungen, Charakteranlagen zu ziehen. Das heißt, ja, es ist eine Methode, die davon ausgeht, dass wir nicht zufällig so aussehen, sondern dass jede Form in unserem Gesicht, vor allem da sind die meisten Merkmale zu qualifizieren, dass diese jede Form spricht. Sie spricht zu uns, sie hat eine Information. Und diese Information sagt etwas darüber aus, was wir für unser Leben mitbekommen haben, an ja, speziellen Herausforderungen, an speziellen Talenten und Begabungen, um diese Herausforderungen auch ins Leben zu bringen, um auch uns zu zeigen und eben unseren individuellen Weg zu gehen. Face Reading zeigt uns, was uns ausmacht, auch welche Lebensaufgaben und welche Berufungen in uns schlummern und auch nach außen gebracht werden wollen oder eben ins Leben gebracht werden wollen. So ist diese Methode ein Schlüssel zu uns selbst. Und wenn wir mit Hilfe dieser Methode erkennen, welche Qualitäten wir haben, haben wir eine Möglichkeit, uns etwas abzugrenzen von den ganzen Vorbildern, von den ganzen Idealen, die uns umgeben und die uns eben auch immer wieder in das lästige und auch energieraubende Vergleichen und Urteilen reinziehen. Weil wie oft ist es so, dass Menschen zu mir kommen, ob sie ja in Ausbildungen bei mir sind oder in Beratungen, dass sie so große Schwierigkeiten haben, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Und das liegt nicht daran, dass sie sich selbst nicht lieben wollen, sondern dass sie einfach auch andere für das bewundern und toll finden, was sie haben und feststellen, oh, ich habe es nicht in diesem Maße. Und sofort ist dieser Rückschluss, ich bin nicht gut genug, ich werde es niemals schaffen, ich kann das nicht und so weiter. Das, was daraus folgt. Und wenn wir mithilfe der Psychophysiognomik des Face Readings schauen, ja, was ist denn da sonst noch da? Weil klar, wir können nicht alles können und das sollen wir auch nicht. Wir sind verschieden, wir Menschen, und wir ergänzen uns. Und wir, ja, wir haben auch die Aufgabe in der Vielfalt unserer Erscheinungen, unserer Aufgaben, unserer Individualität, die Kraft der Schöpfung auch zu erkennen. Und die Aufgabe ist, zu gucken, wie bin ich und was macht mich aus? Nicht, ja, natürlich auch, wie sind die anderen, um sie zu fördern, aber Selbstliebe ist der Schlüssel, um auch andere zu lieben und andere zu fördern und sie zu sehen, wie sie sind. Erstmal fangen wir bei uns an. Und so ist es auch, wenn wir die Physiognomik, das Face Reading lernen. Wir schauen uns ins Gesicht und wir erkennen, wie wunderbar wir sind und wie viele Anlagen und Begabungen wir teilweise überhaupt nicht wertschätzen oder auch noch gar nicht erkannt haben. Und das liegt an diesem Vergleichen, an diesem, ja, sich im Grunde genommen immer kleiner machen, als man ist. Und manchmal frage ich mich, ob das auch eine, ja, sagen wir mal, deutsche Eigenschaft ist, dass wir sehr selbstkritisch sind, dass wir grundsätzlich das Gefühl haben, der Rasen ist woanders grüner, dass wir es uns so schwer tun, uns selbst wertzuschätzen und uns auch genug zu sein. Wenn wir zum Beispiel jemanden um uns haben, der sehr eloquent ist, der super sprechen kann, der sich ja wirklich mit Lust und Liebe ausdrückt,
Und wir sind da nicht so stark in dieser Begabung. Sofort ist der Rückschluss, ja, ich kann ja meinen Mund nicht aufmachen, ich werde das niemals erreichen und so weiter. Vielleicht habe ich aber die Begabung, sehr pointiert zu sprechen. Vielleicht habe ich die Begabung, sehr einfach die Dinge auf den Punkt zu bringen. Das wird dann nicht gesehen. Und diese Wertung, die bringt uns immer ein Stück ins Abseits, erstmal in eine defizitorientierte Haltung. Es kann total wertvoll sein, die Dinge auf einen Punkt zu bringen und eben nicht so viele Schleifchen, Blümchen oder auch große Beispiele zu nennen, sondern klar zu sein. Und für viele Menschen ist das auch der Schlüssel zur Wahrheit. Genauso kann man sagen, dass es Menschen gibt, die eben auch ganz aktiv sind, die Dinge schnell nach vorne treiben, die schnell in der Umsetzung sind. Dann sind Menschen dabei, die sagen, oh ja, so schnell bin ich nicht. Ich kann nicht sofort handeln. Das ist aber auch eine Qualität. Geduldig abzuwarten, sich die Dinge anzuschauen, auch aus der Ruhe heraus zu handeln. Es geht immer darum, wie wir diese Qualitäten, die wir haben, bewerten und nutzen und gut für uns einsetzen. Wenn wir sie natürlich negativ bewerten, können wir sie nicht gewinnbringend für uns einsetzen. Und Wilma Castrian, die Grande Dame der Psychophysiognomik hier in Deutschland, sie ist im Dezember mit 88 Jahren gestorben, Dezember 2020. Sie ist diejenige, die ja, die Psychophysiognomik in Deutschland ganz, ganz nachhaltig beeinflusst hat und ganz viele Menschen ausgebildet hat und ja, eine große Weisheitslehrerin war mit Hilfe der Psychophysiognomik. Sie ist Philosophin gewesen auch und hat ja, ganz viele Kollegen und mich auch bereichert. Und sie hat ganz klar auch erkannt oder das sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass wir erst lichtvoll sein können, in unserer Strahlung sein können, mit uns selbst verbunden sein können, wenn wir möglichst viele Anlagen in uns leben und eben auch positiv nutzen. Und deswegen ist die Psychophysiognomik, das Face Reading, ein Schlüssel zu Erfüllung, Erfolg, Glück, allem, was wir uns wünschen. Weil dieses, ich erkenne mich und ich bringe mich so, wie ich bin, zum Ausdruck, darin liegt eine große Kraft und natürlich eben auch diese Kraft der Selbstliebe. Und wenn wir uns selbst lieben, dann strahlen wir eben, dann sind wir lichtvoll und können auch anderen Licht geben, andere motivieren, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Und vor allem damit eben auch erfolgreich zu sein, weil wir haben alle genug Talente, Begabungen mitbekommen für dieses Leben, um erfolgreich zu sein. Und wir haben auch Herausforderungen, Lernaufgaben mitgegeben bekommen. Das ist, gehört auch zu uns. Die Erde ist wie eine Schule auch. Wir dürfen hier lernen und wir dürfen wachsen daran. Und das Erfahrungswissen, was wir uns dadurch auch erarbeiten, das ist auch ein Schatz, der uns ausmacht. Das ist auch etwas, was mit unseren Talenten und Begabungen zu tun hat. Also es ist sehr, sehr wertvoll, mit der physiognomischen Brille einen Blick auf uns und andere Menschen zu werfen. Es liegt darin die Qualität der Selbstliebe, das ist der Anfang, und natürlich auch der Menschenliebe, wenn wir andere genauso wohlwollend und wertschätzend beurteilen können oder annehmen können und sehen, was können sie und worin brauche ich sie nicht fordern oder was muss ich nicht einfordern und was daraus auch sich entwickelt, ist natürlich auch ein entspanntes Miteinander, ohne Erwartungen, ohne Enttäuschungen. Das Leben wird leichter und entspannter und vor allem ist es so wertvoll, bei sich selbst anzufangen. Ich habe auch viele, viele Eigenschaften erst im Laufe meines Lebens wertschätzen gelernt und auch nutzen gelernt. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses Wissen auch zur Verfügung hatte, um mich selbst viel, viel mehr zum Ausdruck zu bringen und auch Dinge, die ich an mir nicht gut fand, umzumünzen in eine Kraft,
Und ich will einmal ein Beispiel nennen. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ich kann mir Fakten, Zahlen, auch Namen gar nicht gut merken. Das hat mich immer, ja, genervt, auf Deutsch gesagt. Wenn ich in Unterhaltungen war und wollte von irgendeinem Film erzählen, von irgendeinem Schauspieler oder irgendwas, was mich begeistert, und mir fiel doch der Name nicht ein, mir fiel auch der Regisseur nicht sofort ein. Mist! Ich hatte immer das Gefühl, brauchst du gar nicht anfangen zu reden, wenn du dann auf halber Strecke dann nicht weiter weißt. Klar, das hat auch etwas mit mir gemacht. Und zwar habe ich mich zurückgenommen, viel zu sehr. Ich habe ja das Gefühl gehabt, hör mal besser zu, ne? Du bist da nicht gut in diesen dialogischen oder auch in der Diskussion, auch sich ein Stück weit einzubringen mit Fakten. Ja, heute weiß ich, dass dieses mangelnde Gedächtnis oder dieses Defizit mich so stark in meine Kraft der Wahrnehmung gebracht hat. Ich bin viel stärker im Wahrnehmen, im Spüren, im intuitiven Agieren. Auch Impulse, die über meine Intuition kommen und die in so einer Diskussion, in einem Dialog, in einem Miteinander so wertvoll sind. Und natürlich auch in meiner Arbeit. Und wenn ich mir so viele Fakten merken könnte, wäre ich viel zu blockiert und wüsste in jeder Sitzung, die vorher stattgefunden hat, was hat da noch stattgefunden, da stattgefunden. Und ich könnte mich nicht immer so unvoreingenommen auf jeden meiner Klienten und Klientinnen einlassen, wenn sie wieder zu mir kommen. Weil jede Analyse ist ein Status quo. Ich lasse mich immer neu ein und ich kann das, weil ich nicht dann mit meinen Verstandeskräften verbunden bin und gar keine Informationen so präsent sind. Ja, das weißt du doch noch eigentlich von der letzten Sitzung. Das hast du dir doch gemerkt und so weiter und so weiter. Nee, ich merke es mir nicht. Ich bin immer wieder frisch. Und das zu erkennen und das als Qualität zu erkennen, genau das ist es. Und nicht meine Unzulänglichkeit in den Vordergrund zu stellen, sondern sich zu fragen, was darf dadurch noch stärker in den Vordergrund treten? Und so ist dieses Lesen im Gesicht, die Zusammenhänge erkennen und dann eben auch den Weg freimachen für zum Beispiel meine Intuition und für meine Wahrnehmungsfähigkeit. Das ist eine Qualität. Und seitdem ich eben diese kritische Brille auch abgesetzt habe und mich viel, viel mehr sehen kann, wie ich bin, und auch meine Kinder, mein Mann, meine Klienten, mein Umfeld, hat sich mein Leben nachhaltig verändert. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen davon auch mitbekommen, diese Methodik für dich sich erkennen, dieses Wohlwollen, diese Liebe, diese Selbstliebe und Menschenliebe in die Welt tragen und so natürlich auch zu Frieden und auch globaleren Friedensprozessen beitragen, weil wir fangen bei uns an und strahlen und bewirken ganz, ganz viel. In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren Tag und alles, alles Liebe und Gute und nicht vergessen, vertrau dich.